Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Skyrim. Ich bin hier in meinem Severin Anwesen. Ich habe jetzt zwischen den Folgen ein bisschen mein Inventar aufgeräumt. Ich habe immer noch 427 Traglast, aber das ist halt mal so. Ich habe einen Haufen Ausrüstung bei mir. Ich habe auch das Haus Seeblick aufgesucht und dort die ganzen Rohstoffe eingelagert und jetzt hier meine Rüstung abgelegt, weil ich vorhabe, den Rest von Dragonborn mit den Todesmaulstiefeln zu machen. Also mit der, ja, Dragonborn-Ausrüstung sozusagen. Und dann brauche ich nämlich die andere Rüstung im Moment eh nicht. Kann man es ablegen und ein bisschen Gewicht sparen. Na, wo ist denn jetzt mein Zweihänder? Hä? Sag mal. Ich level ja gerade einen Zweihänder hoch, ne? Geht zwar momentan noch ein bisschen zäh, der Kampf mit Zweihänder. Na, da ist es doch. Gut, unser heutiger Auftrag ist, wir sollen mit Nelod sprechen. Um Mirraak zu bezwingen, muss ich weitere schwarze Bücher finden, die Quelle seiner Macht und seines Wissens. Storn meinte, dass der Zauberer Nelod möglicherweise die Fundorte der schwarzen Bücher kennen würde, die ich benötige. Ja, das ist da unten, den haben wir noch nicht freigeschaltet. Aber den Sonnenstein, den kennen wir schon, also nehmen wir den als Sprungmarke. Ich bin direkt hinter euch. Da freue ich mich, wie ein Schnitzel, echt wahr. Die sind ja echt nützlich, die beiden. Gut, hier will ich nicht hin. Mir fehlt hier irgendwie eine Minimap zur Orientierung, aber das ist halt nicht Elder Scrolls Online. Das hier ist Elder Scrolls 5. Was ist denn eigentlich das da hinten? Wir. Da müssen wir auch noch rein. Aber das kommt noch eins nach dem anderen. Da ist eine Dwemer-Ruine. Und jetzt kriegen wir erstmal hier zu tun. Heute ist der 7.10.2017. Ich bin erkältet. Das heißt, es wird immer wieder mal passieren, dass ich plötzlich die Pause-Taste drücke, Was macht um ihr hier? in Ruhe Solltet ihr Meister abhusten, Nelod nicht beim abhusten zu Reparieren können. der Mühle Warum funktioniert diese Beschwörung nicht? Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, ich versuche diesen Aschenwächterzauber hinzubekommen. Nun muss ich mich konzentrieren. Und solltet ihr euch nicht eigentlich um die Schäden am Turm kümmern? Meister Nelod hat Elinea damit beauftragt, den Turm zu reparieren. Nichts. Bin immer noch da. Das nicht im Labor, wo es für uns alle sicherer wäre. Das Labor ist zu klein. Außerdem benötige ich den Aschebogen. Bin immer noch da. Meister Nelod weiß, was ich mache. Aber es bringt nichts, ihn deswegen zu stören. Er ist momentan sehr beschäftigt. Bin immer noch da. Ihr habt es zu verantworten, wenn etwas schief läuft. Ich muss erstmal wieder hinein. Aschenwächter. Vielleicht steht etwas im Buch. Wir bekommen hier nicht viel Besuch. Braucht ihr etwas? Was ist das hier für ein Ort? Tel Mithrin, die Heimat von Meister Nelod. Ihr habt vielleicht von ihm gehört. Er ist ein berühmter Telvanni-Zauberer. Nö, ja, was heißt gehört? Ich soll ja mit ihm reden, ne? Seid ihr einer von Nelods Lehrlingen? Nein. Talvas ist sein Lehrling. Ich bin hier der Diener. Ich kümmere mich um die alltäglichen Angelegenheiten von Tel Mithrin. Er lebt in einem riesigen Pilz? In Morrowind lassen die Telvanni Gebäude aus speziellen Pilzsporen entstehen. Meister Nelod hat tatsächlich hier eines wachsen lassen, in dem er wohnt. Frag mich nicht, wie er das gemacht hat. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet? Jo. Da lang. Ja, übrigens habe ich hier das erste Mal Telvanni-Pilzbehausungen gesehen. Weil ich Skyrim gespielt habe, bevor ich Morrowind getestet habe. Und zu der Zeit gab es auch Morrowind noch nicht in Elder Scrolls Online, beziehungsweise Elder Scrolls Online gab es auch noch nicht, als ich das erste Mal Skyrim gespielt habe. Damals fand ich diese Pilzbehausungen sehr, sehr, wie soll ich sagen, strange.
befremdlich. Ich bin direkt hinter euch. Nein, ich will... Ihr geht vor, ich folge. Ja, und ich kann mich auch noch erinnern, als ich das erste Mal so einen Aufzug benutzt habe, bin ich nämlich da oben runtergefallen und... Ich bin immer noch da. Wie schön, dass jetzt nicht mehr alle jede Nacht zu diesem verdammten Findling rennen. Ich schätze, passt auf, wo ihr hingeht. Genau. Was ich gerade sagen wollte, ist, das erste Mal, als ich das benutzt habe, das werde ich wohl nie vergessen, bin ich dann hier gleich wieder runtergefallen. Das endete natürlich tödlich. Deswegen gehen wir jetzt erstmal weg hier. Die Asche des Rotenberges steckt voller Geheimnisse. Geheimnisse, die ich zu lüften gedenke. Ich erinnere mich nicht, euch in meinen Turm eingeladen zu haben. Ich hoffe, dass sich diese Störung für mich lohnen wird. Den Zausel, also irgendwie mag ich ihn ja, der ist direkt, ja, also der sagt, was er denkt, da brauchen wir nicht überlegen, wie das gemeint war, sonst sind ja Dunkelelfen bzw. Dunmeer ja durchaus für ihre Hinterlist bekannt. Und bei dem hier, der sagt einem offen ins Gesicht, dass der Arschloch bist oder so, das, also würde er tun, da braucht man nicht lange überlegen. Man sagt, ihr wisst, wo man schwarze Bücher finden kann? Ihr sprecht von den Bänden voll mit esoterischem Wissen, die der alte Hermeus Mörer überall in der Welt verteilt hat. Und was wisst ihr schon darüber? Ich habe ein schwarzes Buch gefunden. Ich muss noch mehr finden. Gefunden? Ja. Und gelesen sicher auch, oder? Streitet es nicht ab. Ich kann es in euren Augen sehen. Auch gefährliches Wissen ist Wissen und damit nützlich. Meiner Erfahrung nach ist es sogar oft die nützlichste Wissensart. Tja, sie sollte nur nicht in falsche Hände geraten, ne? Was hier ein bisschen seltsam ausschaut an der Rüstung, ist, dass ihre langen Haare durch den Kragen durchscheinen, aber da kann ich wohl nichts machen, damit muss ich wohl leben oder die Rüstung wechseln. Um Mirak aufzuhalten, muss ich wissen, was er weiß. Mirak? Der ständig in den Gesängen der Stadtbewohner vorkommt? Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, dass er versucht, nach Solzheim zurückzukehren. Nun, ich wusste, dass etwas, was mit Hermeus Mora in Verbindung steht, seinen Einflussbereich auf der Insel erweitert hat. Ich war nicht sicher, ob es sich dabei tatsächlich um dasselbe Wesen handelte, wie dieser legendäre Namensvetter des zentralen Tempels. Aber die Dorfbewohner scheinen davon ja recht überzeugt zu sein. Wisst ihr, wo ich ein weiteres schwarzes Buch finden kann? Oh ja. Sie sind nicht schwer zu finden, wenn man erst einmal weiß, wie man danach suchen muss. Ich habe hier eins, das ich benutzt habe, um weitere zu finden. Ihr habt ein schwarzes Buch? Ich war nicht untätig, während dieser faszinierende Wahnsinn Solstheim erfasst hat. Aber mein Buch ist nicht das, wonach ihr sucht. Ich bin ziemlich sicher, dass es keinen Zusammenhang mit diesem Mirak gibt. Aber dafür weiß ich, wo ein schwarzes Buch zu finden ist, das euch helfen kann. Warum wird das Buch, das ihr hier habt, mir nicht nützen? Ach, das hängt ganz klar nicht mit der Macht zusammen, die die Insel unter ihre Kontrolle gebracht hat. Und ich rede hier nicht von Hermeus Mora. Diese schwarzen Bücher gehören natürlich alle ihm. Nein, ihr sucht nach einem ganz bestimmten Buch. Wahrscheinlich, weil aus ihm Miraks Macht entspringt. Ja, mag ja sein, aber das andere Buch wäre sicher auch nützlich. Dann wisst ihr also, wo dieses schwarze Buch zu finden ist, das mit Mirak verbunden ist? So ist es. Allerdings ist es mir noch nicht gelungen, eins zu bekommen. Vielleicht können wir ja gemeinsam die Geheimnisse der Dwemer entschlüsseln. Die Dwemer? Das ist die Frage, die sich einem aufdrängt. Die Dwemer? Was haben die denn damit zu tun? Verbotenes Wissen war eine Art Spezialität der Zwerge, nicht wahr? Ihr habt doch nicht etwa geglaubt, sie könnten so einfach widerstehen. Die alten Dwemer scheinen dieses Buch entdeckt und studiert zu haben. Ich habe in den Ruinen von En'Jardak ihren Leseraum gefunden. Das Buch befindet sich dort in einer Art Schutzvitrine, die ich bislang nicht öffnen konnte. Aber vielleicht können wir uns das Buch ja zusammenholen. Dann auf nach En'Jardak. Folgt mir! Bin immer noch da. Oh, das ist die Dwemer-Ruine, die wir von oben aus gesehen haben. Vielleicht sollte ich doch den Helm aufsetzen,
Ich finde es zwar nicht schön, dass das... Dass der Helm... Der ist ein bisschen aufdringlich. Also ich bin jetzt kein Fan von dem Helm. Andererseits, bei ihr schaut das sogar irgendwie gut aus. Ich weiß nicht einmal warum. Ich bin direkt hinter euch. Und dieser Haartexturfehler ist weg hier, weil der Helm die Frisur versteckt. Hier gibt es mehr zu finden, aber das schauen wir uns bei Zeiten an. Das muss nicht jetzt sein. Wir gehen jetzt nach Encharrak. Der guckt so. So ungefähr. Und? Was jetzt? Schön, dass der nicht so langsam latscht wie manch einer seiner Zeitgenossen, denen ich schon hinterherlaufen musste. Was hat denn eigentlich mein Schwert für Werte? 50%ige Chance für jedes Element, für jedes der Elemente Feuer, Frost und Blitz. 161 Punkte Schaden zu verursachen. Stirbt das Ziel innerhalb von 22 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Stirbt es, steckt das Ziel für 23 Schadenspunkte in Brand. Brennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden. Also Chaosschaden und feurige Seelenfalle. Ich hätte vielleicht auf das Schwert eine Verzauberung drauf tun sollen, die Leben regeneriert. Weil der Nachteil von einem Zweihänder ist ganz klar, dass ich Schwierigkeiten habe mit der Heilung. Ich muss dauernd die Waffe wechseln, beziehungsweise in eine meiner Hände den Heilzauber reinladen und dann wieder die Waffe ausrüsten. Das ist ein bisschen zäh. Vielleicht sollte ich das mal überdenken und mir mal probeweise eins machen, das Leben entzieht und feurige Seelenfalle macht. Oder ich verzichte auf feurige Seelenfalle und mache stattdessen lieber Chaosschaden. Werde ich mir offscreen mal Gedanken machen. Aber würde Sinn machen. Und dann könnte ich vielleicht auch mal ein Katana aus Drachenknochen machen. Aber mir gefällt dieser dätische Stil von dieser Katana so. Schaut mal, dieses blutrote Leuchten an. Das schaut halt einfach toll aus, ne? Ja, oh, da muss ich mal aufladen. Mit dem schwarzen Stern. Genau. Also ich finde einfach, das schaut super aus. Das gefällt mir besser als die Version aus Drachenknochen. Obwohl das ja weniger Schaden macht, habe ich es deswegen vorgezogen. Es macht ja noch genug Schaden. Das ist ja gar nicht so viel Unterschied. So, was ich hier auch gerne hätte, wäre eine Ansturmfähigkeit. In Elder Scrolls Online funktioniert das immer super. Wie man für die Ewigkeit baut. Diese Türme haben ihre Erbauer um Jahrtausende überlebt. Mhm. Das Buch befindet sich in dieser Kuppel. Ich muss uns die Tür aufschließen. Also los. Ja, nur zu. Was hält dich jetzt davon ab? Reise mit Nilo nach dem Chat. Wahrscheinlich muss ich vorgehen. Kommst du nach oder... Nee, er kommt nach. Gut. Ich war mir jetzt da gar nicht so sicher. Encharrak. Direkt am Meer. Das ist ja auch eher selten bei Dwemer-Ruinen, ne? Was war das? Ist da jemand? Nein, keiner da. Sind nicht sonderlich klug, oder? Dreimal mit dem Schwert abgewatscht und gut ist. Jo, das war Nelot, also der kann ordentlich was zaubern. Genießt euren letzten. Was hat denn der? Ich nehme jetzt nur... Also Gold habe ich jetzt wirklich genug. Ich nehme nur mit, was mir entweder tatsächlich nützt. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Lasst mir auch was übrig. Das war nicht ich. Gut, da war ich leichtsinnig, da habe ich gedacht, das reicht noch. Jo. Wo bin ich denn jetzt? Oh Gott, wann habe ich zuletzt gespeichert? Hoffentlich der Autosave. Ja, wie gesagt, das ist ein Nachteil an dem Zweihänder, so wie ich ihn konstruiert habe.
Würde ich am liebsten gleich lösen, aber ja, muss jetzt so gehen. Es ist jetzt, es gibt jetzt Kuddelmuddel. Wenn ich jetzt da nach Haus See blick, ja, reise, mir ein Schwert bastel oder wieder her, das bringt mir zu viel Unruhe ins Video. Diesmal wird aber Kriechranke, die gehört jetzt mir. Und Pilz. Dann war das Reloaden nicht ganz für die Katz. Hallo. Noch mehr Pilze. Also Telvanni und Pilze, das ist so eine Sache, ne? Wo Telvanni sind Pilze in der Regel auch nicht weit. Hallo. Wegfindungsstörungen oder was? Ganz schön weit. Wer ist da? Genau. Die Tunnelung liegt auf wir. Ihr wart sehr hilfreich. Hier speichere ich mal, dass ich wenigstens das sicher habe schon mal. Nelot. Mietz. Nelot. Da ist er. Noch da. Jawohl. Also eigentlich kann ich die Führung übernehmen. Da kommt Zeug hinterher. Die Dwemer wussten, wie man für die Ewigkeit baut. Diese Türme haben ihre Erbauer um Jahrtausende überlebt. Das Buch befindet sich in dieser Gruppe. Ich muss zur Tür. Also los. So. Diesmal ein bisschen besser auf die Gesundheit achten. 4 rote Pünktchen. Na komm her, ich schau mal, ob ich den Kampf da runterziehen kann. Ja. Der hat's hinter sich, blocken und. Jo, lass ich meinen Leuten auch ein bisschen Spaß, wenn da einer runterkommt, gehört er mir. Ihr entkommt. Ihr nicht. Mal sehen, was. Ich habe genug von euch! Jo. Viel gab's da für mich nicht zu tun diesmal. Jo, ist mir auch recht. Den aus dem Wasser fische ich jetzt, obwohl ich müsste mal gucken, nicht, dass der irgendeinen Schlüssel oder sowas hat. Irgendeinen. Da sind noch welche irgendwo. Oh, die werden sich schon bemerkbar machen. Jetzt gucken wir erstmal. Also da käme ich wieder rauf. Aber wo ist jetzt die Wasserleiche? Da drüben. Nee, kein Schlüssel oder so. Aber wenigstens ein makelloser Granatstein und meine Pfeile. Ihr findet das alles faszinierend. Ja gut, wir sind jetzt wenigstens mal wieder sauber. Gebadet, hüpf. Ja, zwei Hände ist ja schön und gut, aber wenn man den einfach nicht ausnutzen kann. So.
war jetzt aber nicht ich. Diese Kontrollsockel scheinen es den Zaubertrank von Injardak sehr angetan zu haben. Die ist was wert, aber ich brauche es einfach nicht. Ich habe bald eine Million Gold. Als ich ging, habe ich diese Tür versiegelt, um ungebildetes Gesindel fernzuhalten. Lasst sie mich öffnen. Das Buch ist gleich darinnen. Gleich darinnen, relativ gesehen, oder was? Nö, es ist wirklich gleich darinnen. Da liegt's. Was da wohl am Rand steht. Keine Magie dieser Welt ist dazu imstande. Wäre dem so, hätte ich das Buch schon in meinem Kopf. Nein, wir werden den schwierigen Weg gehen müssen. Wenn wir die Dampfzufuhr zu diesem Raum wiederherstellen, kann ich die Vitrine ganz sicher öffnen. Ihr werdet sehen. Das ist leichter gesagt als getan. Irgendwann zu den Kesseln geht es hier lang. Zumindest hat er so einen Dwemer-Schlüsselwürfel. Folgt mir. Folg lieber du mir, weil wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Hätte wissen müssen, dass sie nicht auf mich wartet. Dem dreckigen Bauern reiß ich die Eingeweide raus, wenn ich ihn sehe. Enchardak, die Stadt der 100 Türme. Früher gab es doch das größte der großen Dwemer-Archive und vielleicht sogar das fortschrittlichste. In den alten Geschichten heißt es, dass die Dwemer die Stadt bei Eroberungsversuchen der Nord im Meer versinken ließen, bis die Eindringlinge aufgaben. Das bezweifle ich. Aber die Stadt war ein Wunderwerk dwemerischer Ingenieurkunst. Und dann sind sich auch nun seht ihr euch an. Der größte Teil der unteren Stadtebene ist offensichtlich überschwemmt. Die Lage ist aber nicht aussichtslos. Die alten Pumpen der Dwemer scheinen noch zu funktionieren. Schaut! Oh, weil ich weiß, was jetzt wieder kommt. Naja, gut. Hab hier schon ein paar Mal gemacht. Nur wenn sich ein Würfel im Sockel befindet. Und leider habe ich nur einen Würfel. Diese vier Kessel versorgen den oberen Raum mit Dampf. Sie sind abgeschaltet, reagieren aber immer noch auf die Kontrollwürfel. Wenn wir vier weitere Würfel finden, können wir diese Kessel wieder in Gang bringen und die Dampfzufuhr zum oberen Raum wiederherstellen. Dann sollte ich die Schutzvitrine des Buches öffnen können. Bring diesen Würfel her. Wir werden ihn brauchen. Bin immer noch da. Ich tue mal diese Markierung da entfernen. Die ist... irgendwie irritiert die hier, diese blaue entfernen. So. Dann L-Umgebungskarte. Gut. Ja, das ist es. Dieses Gerät zeigt uns die Position von vier weiteren Würfeln. Bin direkt hinter euch. Teil der Stadt an. Bin immer noch da. Die meisten Würfel wurden wohl in die unteren Ebenen gebracht. Vielleicht sollten damit vor der Aufgabe der Stadt die Fluten zurückgehalten werden. Interessant. Das würde ja bedeuten, dass die Stadt während der ersten Katastrophe des Roten Berges versank. Oder dass die Diener der Dwemer versuchten, die Stadt auch noch nach dem Verschwinden ihrer Erbauer zu erhalten. Drei dieser Würfel sind hinter diesem Durchgang. Am besten fangt ihr dort mit eurer Suche an. Ihr braucht einen Würfel, um diese Tür zu öffnen. Ich hoffe, ihr habt daran gedacht, den Würfel mitzunehmen, den ich in den Sockel gesteckt hatte. Ich bin direkt hinter euch. Da wird jetzt aber das Wasser wieder steigen, oder? Ja, gut.
Ist halt so. Das wird jetzt ein ständiges Wechselspiel. Ich muss immer wieder Würfel rein und rausziehen und... Jo. Da werden wir auch in der nächsten Folge sicher noch beschäftigt sein. Vielleicht sogar noch in der übernächsten. Das wird nicht einfach. Ich bin direkt hinter euch. Jetzt haben wir zwei. Ich hoffe, die übrigen Würfel lassen sich auch so leicht finden. So wie ich... Was? Ihr seid meiner Magie nicht gewachsen. Jo. Aber ich glaube, das ist denen relativ wurscht. Sie folgen einfach ihrer Programmierung. Ja. Dies müssen die großen Werkstätten von N'Jardak sein. Selbst in diesem Zustand noch beeindruckend. In der Blütezeit der Stadt wurde hier an nur einem Tag ein kompletter Maschinenkrieger montiert. Ein großer Teil der Dwemer-Armee, die in der Schlacht am Roten Berg gekämpft hat, muss von hier stammen. Da gibt es bestimmt ein Buch dazu über diesen Kampf am Roten Berg. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir wohl den Wasserpegel senken. Ah, gut. Jetzt sehen wir ja, ob wir einen Weg zu diesem nächsten Würfel finden. Das, ja. Und das soll ein Gelehrter sein. Springt da einfach runter, vertaucht sich den Stöchel. Okay. Obwohl da drüben eine Treppe ist. Du bist mein feiner Gelehrter. Gut, ich mache an der Stelle mal einen Cut hier, weil das zieht sich sowieso noch hin. Und sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.